Nun Heinz Rühmann in dem deutschen Spielfilm Der Eiserne Gustav aus dem Jahre 1958. Erzählt wird die Geschichte eines Droschkenkutschers, der in den 20er Jahren von Berlin nach Paris fuhr und auf seine Weise eine Brücke zwischen Deutschen und Franzosen schlagen wollte. Der Regisseur und Drehbuchautor Georg Hurdalek hat den historischen Anlass in zum Teil freie Erfindung für den Film bearbeitet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.